Super. Also von mir auch erstmal ein herzliches Dankeschön fürs Kommen. Das bedeutet wirklich einiges. Ich weiß, dass nicht alle Lehrer und Eltern begeistert sind, dass wir hier nicht zur Schule gehen. Meine 4 Stunden heute bleiben auch unentschuldigt. Aber wir schwänzen in meinen Augen auch eigentlich nicht. Nämlich wir tun viel mehr als das. Wir setzen hier ein Zeichen und wir sind da aktiv, wo sonst anscheinend niemand was tut, nicht mal die Politik. Und vor allem, wir werden immer mehr. Als ich gehört habe, dass wir heute 10.000 Leute sind, da bin ich echt nervös geworden, weil ich habe noch nie vor so einer großen Menschenmenge geredet. Aber es ist auch super, dass wir so viele sind, weil wir brauchen die komplette Aufmerksamkeit von allen, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest verlangsamen zu können, um noch was verändern zu können. Wir sind hier aktiv, wo die Politik nichts tut und wir können das Problem zwar nicht alleine lösen, aber wir sind immerhin da und wir machen darauf aufmerksam. Wir sehen, dass der Sommer im letzten Jahr viel zu warm war für unsere Breiten gerade hier. Und wir sehen, dass auch dieser Februar eigentlich wärmer ist, als ein Februar jemals war. Es waren schon über 15 Grad, das ist einfach nicht normal. Ja, und wir sehen auch, dass die Politiker, die in der Verantwortung sind, etwas zu verändern, dass sie eigentlich nichts tun. Aber wir sehen auch jeden von uns in der Verantwortung. Jeder von uns ist in der Verantwortung und in der Lage, etwas zu ändern. Wir alle sind Bürger der Erde. Am Ende des Tages ist es an uns, sie zu schützen, damit wir hier weiterleben können. Ja, was können wir tun? Wir können zum Beispiel weniger Sachen kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir können weniger Fleisch und tierische Produkte essen. Wir können Klamotten, die wir nicht mehr brauchen, weitergeben, anstatt sie wegzuschmeißen. Aber das Wichtigste, was wir tun können, ist das, wofür wir heute alle hergekommen sind. Wir können ein Zeichen setzen und diese Nachricht so weit verbreiten, wie es uns irgendwie möglich ist. Denn dass viel zu wenig in der Politik passiert, ist Anlass genug zum Protest, um auf die Straße zu gehen. Zwar bemerken wir anscheinend die Gefahr, die vom Klimawandel ausgeht, aber die Politiker nicht. Und wenn um uns herum die Zerstörung der Naturräume fortschreitet und die ganze Welt nur zuzuschauen scheint, dann hält uns nichts mehr in der Schule. Wenn die Emissionen immer noch nicht sinken und keine konkreten Schritte ergriffen werden, um zum Beispiel die Stromgewinnung nachhaltiger zu gestalten, um weniger Wasser zu verschwenden, um weniger Müll zu produzieren, dann können wir nicht zuschauen. Ich kenne die Redensart, dass Taten mehr zählen als Worte, aber wenn niemand seinen Worten Taten folgen lässt, dann ist es an uns, alle an ihre Verantwortung zu erinnern. Und dafür sind wir hier. Wir brauchen einen Sanitäter, bitte hier an die Bühne, danke. Genau. Was zählt, ist, was wir tun, um zu helfen. Um zum Beispiel den Tierarten zu sterben, die jeden Tag vom Aussterben bedroht sind. Und um wirklich was zu verändern in dieser Welt. Zu Hause bin ich ein Vorbild für meine Schwestern und wie unsere Eltern auch für uns Vorbilder sind. Aber bei der Klimapolitik gibt es kaum Vorbilder, an die man sich halten könnte. Deshalb lasst uns die Vorbilder sein, die wir eigentlich bräuchten. Lasst uns die Vorbilder sein für unsere Brüder, für unsere Schwestern, unsere Familien, unsere Freunde, für die Politiker aber auch vor allem. Lasst uns die Vorbilder sein, die mit Ideen und Handlungsbereitschaft gegen einen viel zu lang andauernden Stillstand vorgehen. Lasst uns die Vorbilder sein, so wie Greta Thunberg für uns ein Vorbild ist. Und vor allem, lasst uns ihre Nachricht noch weiter verbreiten. Ihre Nachricht, warum sollten wir für eine Zukunft lernen, die wir vielleicht niemals haben werden, wenn niemand etwas tut, um diese Zukunft zu retten. Vielen Dank.
Dann bitten wir einmal Luisa von Fridays for Future aus Berlin auf die Bühne. Einen großen Applaus für Luisa! Also, wäre schon cool, wenn sie kommen würde, ne? Lass sie einmal rufen. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Super! Peter! Bums! Peter!
Das wird wohl noch einen kleinen Moment dauern. Bis dahin wollen wir auch noch mal richtig laut sein. Hopp, 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 Kohle, stopp! Hopp, 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 Kohle, stopp! Hopp, 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 Kohle, stopp! Moorburg stoppen, Hambi bleibt. One struggle, one fight. 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 Power to the people, 'cause the people got the power. Tell me, can you feel it? We're getting stronger by the hour. Power, power, power to the people, 'cause the people got the power. Tell me, can you feel it? We're getting stronger by the hour. Power, power, power to the people, 'cause the people got the power. Tell me, can you feel it? We're getting stronger by the hour. Power, 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 power. Woo! Kannst du das Mikrofon wieder runter machen? Das Ding muss runter. Danke, weiter, weiter. Danke. Students have made history, and you should be very proud of yourselves. For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis. But we will make sure that they will not get away with it any longer. We will continue to school strike until they do something. We are striking because we have done our homework and they have not. And yes, we are angry. We are angry because the older generations are continuing to sealing our future right now. And they are continuing to doing this, and we will not let them do that anymore. We will continue until they do something, and we will not stop
until we are done, and that may take a while, but we will be patient and we will continue, because this is our future and this is our choice, and we will not let them get away with not doing anything about it anymore. If they don't do anything, then we have to do something, and we will. Ein Riesenapplaus für Greta. Da seid. Ich bin Luisa, ich bin eine von den vielen Leuten, die das Fridays for Future in Deutschland mitorganisieren. Ich komme auch aus Hamburg und bin gerade total froh, hier in meiner Heimatstadt zu sein mit euch. Normalerweise streike ich in Berlin. Letzte Woche war ich mit Greta zusammen in Brüssel und Paris. Und deswegen kann ich ganz neutral bewerten, Paris und Brüssel war nice, aber ihr Hamburg, ihr rockt, ihr seid großartig. Und Greta hat recht, wenn sie sagt, dass wir Geschichte schreiben, weil sowas gab es noch nicht, sowas gab es nicht in Deutschland, nicht auf der Welt. Und in 2 Wochen schon gehen wir weltweit auf die Straßen am 15.03. und zeigen auf jedem Kontinent ganz laut und deutlich, dass wir uns nicht unsere Zukunft klauen lassen. Viele Menschen fragen uns, ob wir ernst genommen werden. Und ich finde die Frage sehr merkwürdig, weil warum stellt man uns die Frage, ob wir ernst genommen werden? Das muss die Politik beantworten. An der Stelle ein Aufruf an alle Menschen aus der Medienwelt, die gerade hier sind. Geht bitte und fragt die Politik, ob sie uns ernst nehmen. Ich bezweifle das, aber sie müssen es auf jeden Fall beantworten. Aber was wir merken, ist, dass wir unglaublich groß werden und dass wir gesehen werden auf jeden Fall. Letzte Woche, als wir in Paris waren, hat Präsident Macron uns eingeladen, mit ihm zu sprechen. Das sagt schon viel aus über ein Land, wenn man vergleicht, was hier in Deutschland passiert ist und sehr unglückliche Kommentare unserer Kanzlerin eher den Eindruck erwecken, sie findet das gar nicht so gut, was wir machen. Aber was wir auch sehen, ist, dass was wir gerade hier machen, nicht nur Schulstreiken ist. Viele Menschen fragen uns, warum wir denn Freitag streiken und warum wir ausgerechnet das Gefühl haben, wir müssen jetzt auf die Straße gehen. Wisst ihr was? Wir haben einfach keine Zeit mehr. Und das sagen wir jeden Freitag, bis hier was passiert. Und das werden wir weiterhin so laut sagen und so präsent, weil es kann nicht angehen. Wir als junge Generation, wir laufen buchstäblich in Gefahr, in der Ignoranz und der Politik zu ertrinken. Und das wissen wir hier in Hamburg ganz genau. Und wir lassen uns nicht aufhalten von Menschen, die uns Verweise oder schlechte Noten geben oder wie in meinem Fall eine schlechte Bachelorarbeitsnote. Lass uns nicht aufhalten, weil die Krise ist groß, ist die größte Krise der Menschheit und wir sind die, das ausbaden müssen, dass Menschen gerade faul, ignorant und egoistisch mit unserer Zukunft umgehen. Und viele, viele Menschen fragen uns, was uns eigentlich mit der Klimakrise verbindet, warum wir das Gefühl haben, wir müssen was gegen das Klima tun. Sorry, Freunde, wir alle müssen gegen was das Klima tun, weil wir davon abhängen, dass wir unseren Planeten in Schuss halten. Wir können auf keinem Planeten überleben als Menschheit, der nicht intakt ist. Und das mögen viele Menschen lange ignoriert haben, aber das tun wir nicht mehr, weil wir gehen mit groß aufgeöffneten Augen durch die Welt. Und wir sehen ganz genau, was gerade passiert. Wir sehen, dass die Politik schläft und wir wissen aber auch, dass die Wissenschaft die Antworten hat. Und das bringen wir jetzt gerade auf die Palette, in die Diskurse, in die Talkshows und auf die politische Agenda. Und
Und deswegen ist das, was wir hier machen, dass wir hier freitags morgens, mittags in Hamburg unsere Füße kalt stehen, nur ein winzig kleiner Teil davon, was eigentlich passiert. Dass wir hier stehen, ist ein Teil. Was woanders passiert, dass in Schulhöfen, in Klassenzimmern, in Unimensen, in Rathäusern, in Parlamenten, auch in der Europäischen Kommission darüber gesprochen wird, was wir machen, das ist der eigentliche Effekt. Leute fangen an zu reden. Und das ist ein Teil von einer ganz großen Aufgabe, die wir vorhaben. Aber wir müssen realistisch bleiben, Freunde. Dass Menschen darüber reden, dass wir gegen die Klimakrise was tun müssen, reicht nicht. Weil effektiv, wir streiken seit 3 Monaten und die Bilanz in Deutschland ist eine Katastrophe. Die deutsche Politik möchte 2038 aus der Kohle aussteigen, sie möchte ein Klimagesetz verzögern und sie möchte eigentlich unterm Strich nicht so richtig was tun, dass hier sich was verändert. In erster Linie heißt das, Klimaziele verfehlen. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir sehen, dass gerade überhaupt nichts gemacht wird, um unsere Zukunft zu garantieren. Und wir lassen nicht zu, dass das in der Zukunft der Fall sein wird. Deswegen machen wir weiter. Ihr seid großartig. Jeder einzelne von euch ist heute eine kleine Greta. Und wir können alle wahnsinnig stolz auf uns sein, was wir machen. Und wir vergessen nicht, was die eigentliche Aufgabe ist. Das ist ein Paris-Abkommen. Das ist eine Massenmobilisierung auf der ganzen Welt und eine Politik, die aufwacht und sagt, ja, wir hören euch. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche, wir sehen uns am 15.03. und wir sehen uns am 24. Mai vor den Europawahlen, weil wir werden nicht zulassen, dass nochmal irgendwann irgendwo eine Partei auch nur eine Stimme bekommt, die keinen konkreten Plan für das Klima und unsere Zukunft hat. Ich glaube, es geht hier weiter. Noch eine Sache. Wir machen so eine Sache jede Woche. Das ist so ein Social-Media-Format und das ist ganz selbsterklärend. Es funktioniert so. Das ist für die Leute, die sich fragen, warum wir nochmal genau hier sind. Ne? Ist ja nicht so offensichtlich. Ich sage sowas wie, wir sind hier, wir sind laut. Und dann kommt dieses, weil ihr unsere Zukunft klaut. So. Und dann nehmen wir das auf und es sieht ganz gut aus. Und es ist so eine schöne Reihe. Wir üben das jetzt nicht. Ich erwarte Textsicherheit. Genau, ich fange einfach mal an. Greta, willst du dazukommen? Komm mal her. Okay. Wir sagen jetzt, wir sagen, komm mal an. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Hamburg, ihr rockt. Ihr habt vielleicht schon von der We Love Greta-Petition gehört. Ihr habt bestimmt auch alle unterschrieben und diese Unterschriften möchten wir Greta jetzt überreichen. Dear Hamburgers, dear demonstrators and strikers, we are Gustav and Lily, 16 and 17 years old and come here from Hamburg. Greta, wir freuen uns sehr, dass du uns heute hier in Hamburg besuchen kommst. Wie du siehst, bist du auch hier in Hamburg und in Deutschland ein Vorbild für Tausende. Greta, we are very happy that you come to visit us here today in Hamburg. As you can see here in Hamburg and Germany, you are a role model for thousands. Auch wir streiken wie du. Und wir danken dir, dass du damit angefangen hast, freitags für das Klima zu streiken. Für uns von Fridays for Future und für viele bist du ein Vorbild. Wir streiken weiter mit dir für mehr Klimaschutz.
We also strike like you, and thank you for starting to strike on Fridays for the Climate. For us, from Fridays for Future, and for many, you're a role model. We are on strike with you for more climate protection. Wir finden es schrecklich, dass du für deine ehrlichen Worte angefeindet wurdest. Deshalb haben wir die Change.org-Kampagne Wheel of Greta gestartet. Wir, Gustav und ich, wollen uns mit dir solidarisch zeigen. Wir wollen dir auch hier und heute sagen... We find it terrible that you have been attacked for your honest words. That's why we started the Change.org campaign Wheel of Greta. We, Lily and I, wanted to show solidarity with you. With your campaign, we wanted to tell you... Greta, wir lieben dich für das, was du tust, für deinen Mut, Dinge zu sagen, die viele Erwachsene nicht wahrhaben wollen, für dein Durchhaltevermögen und dafür, dass du uns eine Stimme gibst. We love you, Greta, for what you do, for your courage to say things to many adults that don't want to accept them, for your estomania and for giving us a voice. Über 72.000 Menschen sagen, Greta, we love you. Und viele auf der Demo hier denken das auch, oder? Yeah! Over 73.500 people say on change.org, we love you, Greta. We love Greta! We love Greta! Tausende... Tausende von uns bevorzugen Liebe vor Hass. Thousands prefer love over hate. Wo wir auf Hassrede im Netz treffen, wollen wir gegenreden. Wo wir Hate Speech sehen, schreiben wir Love Speech. Where we meet hate speech on the net, we want to talk against. Where we see hate speech, we write love speech. I say hate speech, you say love speech. Hate speech. Love speech. Hate speech. Love speech. Hate speech. Love speech. Greta, wir unterstützen dich und freuen uns, dass du heute hier in Hamburg bist. We support you and we're glad that you're here in Hamburg today. Wir konnten und wollten die nicht mehr als 72.500 Unterschriften und 1.000 Kommentare ausdrucken. Ist ja auch nicht so gut für die Umwelt. Deswegen bekommst du heute von uns... We could not and did not want to print more than 72.500 signatures and thousands of comments. So today you will get from us... Also einmal diese Box mit allen mit ein paar Unterschriften und ganz, ganz, ganz vielen lieben Botschaften. First, this box with a few of the signatures and a few of the many thousand comments messages. Und natürlich unseren symbolischen Liebesbrief. Second, this symbolic letter. Wisst ihr, was so schön ist, dass hier Leute in Hamburg gerade streiken mit Greta? Viele Menschen fragen so, oh, was ist denn eigentlich die Klimakrise? Hamburg weiß, was Klimakrise bedeutet. Wir wissen, was bedeutet, wenn die Elbe übertritt. Wir wissen, was ein Deichbruch ist. Wir wissen, was bedeutet, wenn hier Zentimeter für Zentimeter die Meere ansteigen, weil wir sind die Ersten, die davon mitbekommen. Hamburg lässt sich davon nicht unterkriegen. Hamburg geht auf die Straße. Hamburg sagt Zukunft erst und Ölindustrie und Geiz und Kapitalsucht und Politikignoranz danach. Wieso macht er den denn jetzt scheiße? Ja. Wir stehen da ja völlig im Wow. In drei Buchstaben. Na? DPA. Ja, ja, klar. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft baut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft baut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft baut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft baut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft baut.
hier. Noch einmal einen richtig großen Applaus!